TikTok deserves hashtag. Aber es hat mich zum Denken angeregt, das war gut. Fotos, Videos und Postings für die Community sind im Urlaub nicht mehr wegzudenken. Doch auf der Jagd nach den perfekten Fotos vergessen viele Urlauber darauf, die unzähligen Momente auf sich wirken zu lassen und mit allen Sinnen zu genießen. Mit Unhashtag Vienna startete Wien Tourismus eine Initiative, die Stadt und ihre Highlights nicht nur durch die Linse einer Smartphone-Kamera zu sehen. Der Out-of-Home-Schwerpunkt in Berlin, Hamburg und London sowie ein Print- und Social-Media-Auftritt machten auf das gesellschaftlich relevante Thema aufmerksam und legten somit den Grundstein für eine Diskussion. Top-Instagrammer aus Deutschland und Großbritannien wurden zum Digital Detox nach Wien eingeladen, um gerade das nicht zu tun, was sie üblicherweise machen. Jeden Schritt ihrer Reise dokumentieren und via Hashtag teilen. Mit einer analogen Sofortbildkamera ausgerüstet, fotografierten sie um ein Vielfaches weniger, konnten dafür aber unzählige Momente bewusst und stressfrei erleben. Auch alle anderen Wien-Besucher konnten sich in der Vienna Tourist Info eine Sofortbildkamera ausleihen und ihrem Smartphone eine Auszeit gönnen. Zum Auftakt der Kampagne verdeckte ein großer roter Hashtag eine Replik von Klimts weltberühmtem Kuss im Wiener Belvedere. Die Verwunderung war groß, doch die Besucher konnten das Originalwerk nur einen Raum weiter unverhüllt genießen. Die Medienwelt nahm die Initiative zum Anlass, den Einfluss von Smartphones auf Urlauber und Destinationen zu diskutieren. They come and enjoy Vienna, just enjoy the moment. Look, I know it's marketing, but I quite like it. And we're not going to art galleries and enjoying the art, we're taking photos. So this is an interesting campaign that you spotted in called Unhashtag Vienna. Genauso wie die User in den sozialen Netzwerken, die Unhashtag Vienna nutzten, um sich über ihr ideales Urlaubserlebnis sowie genussvolles Reisen auszutauschen. Willkommen in Wien. Nicht Hashtag Wien.